Es weihnachtet sehr, auch in Göppingen. Das Märklin-Museum war wie jedes Jahr Schauplatz für eine Vernissage. Im festlichen Ambiente traf sich eine Vielzahl geladener Gäste. Und schon bald drehten sich viele Gespräche um die Welt der kleinen Bahnen. Bestimmt kein trockenes Thema, denn Modellbahn begeistert zu jeder Jahreszeit. Wir heißen Sie alle ganz herzlich willkommen zur vorweihnachtlichen Vernissage, zu der wir Ihnen wie immer kurz vor Jahresausklang die neuen Paten für die nächstjährigen Museumswagen vorstellen dürfen. Für einen der jüngeren Ehrengäste war schon Weihnachten. Er bekam eine Startpackung geschenkt. Die Paten der Museumswagen stammen wie immer aus der Region. Günther Gottschick von der Stuttgarter Firma Falk Adler erzählte aus der Firmengeschichte. Dr. Ralf Böhm von Bühler Motor aus Nürnberg betonte, dass seine Familie gerne mitgekommen sei. Ein erlebnisreicher Abend war angesagt. Ja, und jetzt freue ich mich auf die Vorstellung von den Museumswagen. Der Moment ist endlich gekommen und wir werden den Vorhang natürlich jetzt herunternehmen. Wer ahnt schon was? Es ist eine Installation mit Schrott, Modellen und einem markanten Vogel. Was es damit wohl auf sich hat? Die Neugier wächst. Jetzt ist das Offizielle erledigt. Vielen Dank. Die Pressevertreter nehmen die Exponate sogleich in Augenschein. Und da ist ja wieder unser Vogel. Doch den Museumswagen stiehlt er nicht wirklich die Schau. Feine Bühler-Motoren und Modellbau, gekrönt von einem Museumswagen mit Bäumchenlogo. Genau, das ist die Bühler-Tanne im Logo, die in der Tat daher stammt, dass Bühler vor ca. 150 Jahren im Schwarzwald gegründet wurde, in Triberg, und daher stammt die Tanne. Wo sind die Bühler-Motoren im Gebrauch? Meistens in Automotive-Produkten, Start-Shop-Systemen, das können Wasserpumpen sein, Zusatzwasserpumpen, Ölpumpen. Und der Modellbahnbezug? Wir haben natürlich hier eine enge Beziehung auch zum Hause Märklin über LGB und Rix. Wir liefern seit den 50er Jahren Motoren für eben die entsprechende Spur LGB und Rix, eben seit den 50ern, genau. Die Schiebewandwagen nebst VW-Transporter gibt es für Trix und Minitrix. Auf die LGB-Freunde wartet ein Niederbordwagen mit hölzerner Transportkiste. Der Eisenvogel bringt uns zu Falk Adler. Schrott ist einfach ein Begriff geworden in der heutigen Zeit, weil wir sind alle etwas schuldig, dass wir diese Sache ordentlich mit umgehen, dass man das recycelt richtig, wiedergewinnt, zurückgewinnt. Und so kann man ungefähr sagen, gerade in unserem Verband, da haben wir Imagefilme von der Blechdose anschließend zum Auto oder so ungefähr. Und darum ist Schrott eine immer interessante Sache. Ich habe in 50 Jahren gar nie den Eindruck gehabt, ach, das ist fad oder langweilig. Es war immer interessant. Schrott ziert auch die Märklin-Museumswagen in Spur 1, Halb 0 und Z. Ja, das ist gar nicht richtig zu sagen oder in Worten auszudrücken, möchte ich sagen. Da kribbelt es auch so, wenn ich das so sehe, was die Leute sich da einfallen haben lassen. Also das ist überwältigend. Da fehlen einem fast die Worte. Es ist natürlich ein Traum, der jetzt mit meinem relativ höheren Alter als Auslaufmodell, was mir da noch mal jetzt wieder fahren durfte, einfach toll. Ich habe vorher schon bei der Rede mich ein bisschen beherrschen müssen. Ich hätte manchmal richtig weinen können vor Freude. Der blaue Fuchsbagger neben dem Hochbordwagen ist eine Neuentwicklung. Schrott als Ladegut ist auch bei Modellbahnern sehr beliebt. Und mit dem Bagger in passender Baugröße ergibt sich ein reizvolles Sammelobjekt. Stimmungsvoll lässt man in Göppingen das Modelljahr ausklingen. Wenn Sie zurückblicken, was waren besonders schöne Erlebnisse für Sie in dem Jahr mit Märklin, Trix und LGB?
Das größte Ereignis war sicherlich unsere Werkseröffnung in Ungarn, dass wir jetzt endlich auch gewährleisten können, dass wir alle Spurweiten, also die letzte Spurweite, die noch gefehlt hat, die wir noch nicht im eigenen Haus produziert haben, auch Minitricks jetzt in eigenen Werken produzieren können. Haben wir jetzt die Voraussetzungen geschaffen und die Eröffnung im Oktober hat natürlich auch ein bisschen für Wind gesorgt und hat ein tolles, positives Feedback in der Presse gegeben von Kundenseite, weil auch diese Erweiterung in Ungarn führte dazu, dass in Göppingen die Auslastung steigt, weil bei jeder zurückverlagerten Lokomotive werden alle Metallteile nach wie vor in Göppingen produziert. Das heißt, die gesamte Zink-Druckgusskette von der Gießerei über die Gussnachbearbeitung, Galvanik, dann auch die Dreherei, also die sehr präzisen und wichtigen Getriebeteile werden alle nach wie vor in Deutschland produziert, auch bei den Produkten, die vielleicht dann schlussendlich in Ungarn montiert werden. Und deswegen ist es, glaube ich, der richtige Schritt oder ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und wir sind stolz, dass wir das Werk und die Mannschaft in Győr haben. Und ich denke, durch diesen Schritt wird die Zusammenarbeit noch intensiver zwischen Göppingen und Győr. Und wir können dadurch letztendlich eine bessere Qualität sicherstellen und auch in den Lieferzeiten und auch in den Ankündigungszeiträumen einfach schneller werden. Das zweite große Event war dieses Jahr der Tag der offenen Tür, wo wir einen riesen Zuspruch bekommen haben von vielen Interessierten, von Märklinisten, aber auch komplett unbedarften Gästen, die wir da empfangen haben. Das war deutlich über unseren Erwartungen, was da an Besuchern gekommen ist. Und es zeigt auch, dass dieser Fertigungsstandort Deutschland, an dem wir so viele Produktionsarten vereinen, auf so einem kleinen Standort ein riesengroßes Interesse erzeugt, nicht nur bei den Modelleisenbahnern, sondern auch bei unbedarften Gästen, die einfach interessiert sind, wie Produktion heute geht. Und ich denke, da haben wir ein tolles Bild abgegeben und habe unheimlich viel sehr gutes Feedback zurückbekommen. Unter all den zahlreichen Neuheiten des Jahres gibt es sicher ein Modell, was Sie besonders erfreut hat, weil Sie sagen, das war ein Höhepunkt der Fabrikation in diesem Jahr. Also da gibt es mehrere Modelle, die mich begeistern. Ein Highlight, glaube ich, war die E93, das erste Insider-Modell. Auch das zweite Insider-Modell, die Cab Forward, war, glaube ich, ein tolles Produkt. Aber da haben wir, glaube ich, gezeigt, wie viel Präzision wir auch im Metallguss umsetzen können, wie detailliert wir da arbeiten können, ohne dass wir jetzt ein Kunststoffgehäuse verwenden. Und das ist wirklich hohe Kunst. Das zweite Highlight natürlich im Jahr ist aus meiner Sicht dann die S26 gewesen, die wir jetzt ausgeliefert haben. Da sind wir auch ziemlich stolz drauf. Das ist, glaube ich, ein Novum, dass man so kurze Zeit von Ankündigung bis zur Auslieferung nur braucht. Und es hat Gott sei Dank auch, es ist nichts durchgesickert, sondern wir haben es bis zuletzt eigentlich geheim halten können, dass wir an dem Projekt arbeiten oder die S26, dieses 26 dann noch bringen wollen. Und da ist uns, glaube ich, noch ein schönes Weihnachtsgeschenk gelungen. Die elegante bayerische S26 besticht durch ihr windschnittiges Führerhaus und zahlreiche Ansetzteile am Kessel. Auch die filigrane Steuerung, der durchbrochene Barrenrahmen und die zierlichen Speichenräder beeindrucken. Die Lok hat einen MFX-Decoder an Bord. Auch das Zugbegegnungslicht ist schaltbar. Die S26 ist eine komplette Neukonstruktion in der Baugröße halb Null, die in einer Holzkassette verpackt ausgeliefert wird. Bei Langsamfahrt zeigt sich das herrliche Zusammenspiel des Antriebsgestänges. Eine Lok-Legende, perfekt umgesetzt für Märklin und Tricksfreunde. Insgesamt, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg, sowohl was die Qualität betrifft. In unseren internen Statistiken entwickeln wir uns die richtige Richtung. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen und wir sind bei weitem nicht fehlerfrei. Aber ich glaube, durch die Zahlen, die wir intern erheben, sehen wir eigentlich einen Trend, der in die positive Richtung geht. Wo wir leider noch mit zu kämpfen haben, wo wir daran arbeiten müssen, ist sicherlich die Lieferfähigkeit, vor allem bei Minitricks. Da haben wir sehr viel angekündigt und haben auch dieses Jahr noch nicht geschafft, diese Modelle auszuliefern, die wir versprochen haben. Das hängt viel damit zusammen, dass diese Formen und die Modelle, die wir zurückverlagert haben aus China, leider in einem Zustand zurückgekommen sind, also die Formen und Werkzeuge, wo es uns unheimlich schwierig macht, daraus noch wirklich was qualitativ Hochwertiges rauszubekommen. Da sind viele Formen einfach komplett verschlissen, innen verrostet, die Kavitäten müssen
auf Stand gebracht werden. Und teilweise haben wir überhaupt nicht mal einen Überblick, was aus der Form rauskommt. Das heißt, wir müssen jede einzelne Form, und so eine Lok in Enf, die hat 250 Einzelteile, und da müssen wir jede einzelne Form testen, ausprobieren, was da rauskommt, ob das qualitativ in Ordnung ist. Und deswegen zieht sich dieser Prozess leider so lange hin. Und wir haben auch keine Arbeitspläne und keine Unterlagen und keine Vorrichtungen für die Montage, für die Farbgebung. Und deswegen macht uns das so schwierig, aber genauso wie wir es geschafft haben bei Z und bei LGB jetzt mit der Produktion und mit der Qualität wieder auf einem sehr tollen Level zu kommen, so werden wir es auch bei Minitrix jetzt schaffen. Wir brauchen einfach nur noch ein bisschen Zeit, um das vollends auf die Reihe zu kriegen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr einen Schritt nach vorn machen werden. Ich wünsche mir für 2015, dass wir es schaffen, wie schon eben angesprochen, in den Produktionen Minitrix nach vorn zu bekommen, dass wir da auch das ausliefern können, was wir versprochen haben. Ich wünsche mir, ja, dass die Modelle, die wir ausgewählt haben, die wir im Januar vorstellen werden, auch den Geschmack unserer Insider treffen oder auch den Clubmitgliedern von LGB und von Trix. Ich würde mir wünschen, dass wir jetzt noch ein bisschen weihnachtlicheres, winterliches Ambiente bekommen. Das gehört irgendwo zum Modelleisenbahn dazu. Und dann möchte ich mich noch bei Ihnen, liebe Märklin, liebe Trix und liebe LGB-Freunde, bedanken für Ihre Treue, für den Dialog in diesem Jahr, ja, für die zahlreichen Besuche, die wir hatten zum Tag der offenen Tür auf den Messen. Und bin gespannt, wie Sie die Modelle, die wir im Frühjahr vorstellen werden, ob die Ihnen gefallen, ob Sie was darunter finden. Und freue mich auf das nächste Jahr, auf den Dialog auch mit Ihnen, und kann Ihnen nur ein schönes Weihnachtsfest wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr.